Mamamoo räumt auf. Es ist Frühling, rief Mamamoo. Ich will raus. Die Kühe hatten den ganzen langen Winter im Stall gestanden. Jetzt war der Schnee endlich geschmolzen. Mamamoo öffnete die Stalltür und ging hinaus. Da entdeckte sie Buschwindröschen. Die ganze Wiese hinterm Stall war voller Buschwindröschen. Na sowas, sagte sie. Die Erde ist weiß. Es hat geschneit. Schnee am Stängel. Sie pflückte ein paar Blumen. Dann ging Mamamoo in den Stall zurück. In der Milchkammer fand sie ein Glas Milch. Flatter, flatter, plumps, da kam die Krähe. Hallo Krähe, sagte Mamamoo. Bist du das? Mich trifft der Flügelschlag, rief die Krähe. Das soll Wasser sein? Du hast die Blumen ja in Milch gesteckt. Aber Mu, sagte Mamamoo, darauf kommst du doch wohl nicht so genau an. Nicht? Sagte die Krähe. Falsch, genau darauf kommt es an. Mamamoo ging zu einem Fenster. Guck mal, Krähe. Die Scheiben sind voller Winterstaub. Sie fegte mit dem Schwanz ein bisschen Staub weg. Guck jetzt mal, Krähe, sagte sie dann. Jetzt kann man den Frühling sehen. Sie fegte den ganzen Fensterrahmen sauber und wollte und stellte das Glas mit den Blumen vors Fenster. So, sagte sie, fertig. Fertig? Was ist fertig? Der Frühjahrsputz. Aber krächzt's und der Rest? Rief die Krähe und flog in eine Ecke. Sieh mal hier, sagte sie und blies. Eine Staubwolke wirbelte auf. Und hier, und hier, und hier. Die Krähe flog im Stall herum und zeigte auf allen Dreck. Du zeigst ja nur dahin, wo ich nichts getan habe, sagte Mamamoo. Guck dir lieber an, was ich getan habe. Ich habe Blumen gepflückt, das Fenster geputzt und gefegt. Das tut nicht jede Kuh. Was tut nicht jede Kuh? Fragte die Krähe. Nicht jede Kuh macht einen Frühjahrsputz, sagte Mamamoo. Frühjahrsputz? Rief die Krähe. Zupf mich an der Schwanzfeder. Du wedelst ein bisschen mit dem Schwanz und das nennst du dann Frühjahrsputz? Übrigens, ich muss nach Hause. Du musst schon nach Hause? Krächz, ich bin gerade dabei, mein Krähennest zu putzen. Wie kannst du gerade dein Krähennest putzen? Du bist doch hier. Ich habe nur mal eben eine Pause gemacht. Und jetzt ist die Pause vorbei. Tschüss! Krächz! Die Krähe flog mit rasender Geschwindigkeit in ihrem Krähennest herum. Sie holte Sachen hervor und stapelte sie auf dem Fußboden. Zuerst die Sachen, die nicht an ihrem richtigen Platz lagen. Dann die Sachen, die an ihrem richtigen Platz lagen. Es wurde ein riesiger Haufen. Sie setzte sich mitten oben drauf, schlug die Beine übereinander und sah zufrieden aus. Rechts, jetzt bin ich fertig, sagte sie und flog davon. Flatter, flatter, plumps. Die Krähe landete im Kuhstall. Als Mamamoo sie bemerkte, freute sie sich.
Hallo Krähe, sagte sie. Bist du das? Machst du keinen Frühjahrsputz in deinem Krähennest? Rechts, sagte die Krähe. Ich bin fertig, schon lange. Aber, schon lange? Wie hast du das denn geschafft? Ich habe alle meine Sachen mitten auf den Fußboden gelegt. So weiß ich wenigstens, wo sie sind. Aber Mu, du hast doch so viele Sachen, sagte Mama Mu. Dann ist es wohl ein sehr großer Haufen geworden, oder? Na klar. Groß, größer am größten und doch größer als am größten. So hoch ist er geworden. Oh, sagte Mama Mu. So hoch? Aber wie willst du die Sachen wiederfinden, die ganz zu unterst liegen? Ich habe alles oben drauf gelegt. Die Krähe warf sich in die Brust und sah sich um. Ich räume gern auf, sagte sie. Ich kann richtig gut aufräumen. Ich räume alles innerhalb von 5 Minuten auf. Wirklich? Fragte Mama Mu. Aber doch wohl nicht im Kuhstall, doch nicht innerhalb von 5 Minuten. Rechts, sagte die Krähe. Diesen Kuhstall, den räume ich in 5 Sekunden auf. Wirklich? Sagte Mama Mu. Wie denn? In 5 Sekunden wirst du im ganzen Kuhstall kein bisschen Dreck mehr sehen. Bist du bereit? Und ob? Mu. Fang nur an. Die Krähe rief. 1, 2, 3, 4, 5. Klick. Aber Krähe, was hast du gemacht? Ich habe das Licht ausgeknipst, rief die Krähe. Das ist die schnellste Art aufzuräumen. Das ist aber geschummelt, Krähe. Geschummelt, rief die Krähe. Was weiß schon eine Kuh, was Schummeln ist? Siehst du noch Dreck? Oder siehst du keinen Dreck? Ich sehe überhaupt nichts, sagte Mama Mu. Na also, rief die Krähe. Clever, clever, clever. Ich bin wirklich clever, ziemlich clever, finde ich. Da knipste Mama Mu das Licht wieder an. Klick. Ich sehe ihn, sagte sie. Der Dreck ist noch da. Die Krähe guckte in alle Richtungen. Wo? Ich sehe nichts. Wovon redest du? Vom Dreck, Krähe. Die Krähe flog auf. Sie schlug mit den Flügeln. Jetzt hab ich's, rief sie. Der Bauer, der hat doch einen großen Ventilator. Meinst du den Lüfter, der immer bläst, damit das Heu trocken wird? Bis gleich, rief die Krähe und flog zum Heuboden hinauf. Mama Mu ging hinterher. Pust, ächzt! Die Krähe schob mit aller Kraft den Heulüfter heran. Sie stellte ihn vor die offene Tür. Was willst du tun? Fragte Mama Mu. Stehkuh! Ich arbeite! Klick. Die Krähe stellte den Motor an. Brumm. Der Lüfter startete. Die Flügel schnurrten herum. Schneller und schneller. Das Geräusch klang wie ein Flugzeugmotor. Heu wirbelte zur Tür hinaus. Mehr und mehr. Rechts, rief die Krähe. Es funktioniert. Der Lüfter ist wie ein großer Staubsauger. Jetzt wird aller Dreck rausgeblasen. Aber Mu, Krähe, jetzt wird ja auch alles Heu rausgeblasen. Das stört mich gar nicht. Aber was sollen wir im Winter fressen, Krähe? Es
ist Pizza. Die mag ich gern. Da stellte Mama Mu den Lüfter ab. Ich hab nachgedacht, sagte die Krähe. Kühe bringen bloß alles durcheinander, wenn man einen Frühjahrsputz machen will. Kein Wunder, dass es im Stall so dreckig ist. Aber Mu, rief Mama Mu, guck dir mal den Hof an. Krähe, die Hühner haben einen furchtbaren Schreck gekriegt. Der Hund bellt. Die Katze hat sich versteckt. Und überall liegt Heu herum. Wie sollen wir das wieder in den Stall kriegen? Die Krähe verkroch sich tief im Heu. Sie war kaum noch zu sehen. Nach einer Weile kam eine Stimme aus dem Heu. Wir? Welche wir? Du zum Beispiel, sagte Mama Mu. Du hast es ja auch rausgeblasen. Aber ich bin doch gar nicht da. Ich bin weg. Ich kann das Heu nicht wieder reinholen. Das muss der Bauer machen, das Heu reinholen. Dazu sind doch die Bauern da. Schrie die Krähe. Sie schoss wie eine Rakete aus dem Heu und schlug mit den Flügeln. Jetzt hab ich's! Sie landete und lief wieder los. Sie war so froh, dass sie im Laufen Purzelbäume schlug. Rechts! Rief sie. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Darüber kann ich ein Buch schreiben. Wie man einen Kuhstall aufräumt. Von Krähe. Sie blieb bei einem leeren Eimer und einem großen Behälter stehen. Hier ist die Kalkfarbe, mit der der Bauer die Wände spritzt, sagte die Krähe und kippte Farbe in den Eimer. Und hier ist die Spritze. Sie streckte die Spitze in die Farbe. Rechts! Die Krähe spritzt! Rief die Krähe. Ich spritze wie verrückt! Das sehe ich, sagte Mama Mu. Der Stall wird immer weißer. Rief die Krähe. Weiß, weiß, weiß! Alles ist weiß! Blöd, dass mir das nicht eher eingefallen ist. Die Decke, die ist weiß, die Wände sind weiß, der Boden ist weiß, der Dreck ist weiß. Er ist nicht mehr zu sehen, der Dreck ist weg. Er ist noch da, sagte Mama Mu. Aber er ist weiß, rief die Krähe. Deswegen ist er nicht mehr zu sehen. Der Bauer wird staunen, wenn er kommt, das glaube ich, sagte Mama Mu. Die blaue Tür ist ganz weiß. Viel hübscher, finde ich, sagte die Krähe. Die Fenster sind ganz weiß, man kann nicht mehr rausgucken. Warum sollen Kühe auch dauernd rausgucken? Fragte die Krähe. Und die weißen Buschwindröschen sind noch weißer geworden. Warum sollten sie das auch nicht? Sie sind doch sowieso weiß. Aber das Glas ist weiß und die Stängel und die Blätter. Das nenne ich mir ein echtes, rechtes, weißes Buschwindröschen. Alle Kühe sind weiß geworden, Krähe, sagte Mama Mu. Viel hübscher als vorher, finde ich, sagte die Krähe. Muh, muh, machten die Kühe. Das klang, als ob sie ziemlich sauer wären. Wir finden uns aber nicht hübscher,
sagte Mama Mu. Wisch uns ab. Abwischen? Was? Abwischen? Wer? Du. Du Krähe, sagte Mama Mu. Wisch die Farbe ab. Wisch uns alle ab. Wir wollen unsere braune Farbe wieder haben. Aber warum ausgerechnet ich? Du hast uns doch bespritzt, Krähe. Ich. Immer wenn einer im Stall arbeiten soll, dann bin ich das. Und was ist mit dem Bauern? Soll der denn nie was tun? Ich kann faule Bauern nicht leiden. Mama Mu reichte der Krähe einen Lappen. Wischen, Krähe, wischen. Die Krähe war sauer. Sie murmelte vor sich hin. Räum auf, Krähe, putz weg, Krähe, wisch ab, Krähe. Immer die Krähe, nur die Krähe. Es muss doch wohl noch einen Bauern geben, der da auch noch ein bisschen wischen kann. Warum müssen alle Türen immer blau sein? Und was ist falsch an einem wunderbar weißen Buschwindröschen? Man darf ja wohl mal fragen. Die Kühe wedelten mit ihren Schwänzen. Sie waren zufrieden. Jetzt haben wir unsere schöne braune Farbe wieder, sagte Mama Mu. Die Krähe war furchtbar sauer. Sie knurrte. Braune Kühe sind grässlich hässlich. Was hast du gesagt, Krähe? Sagte Mama Mu. Ich muss nach Hause. Wie ist es bloß dazu gekommen, dass ich in einem Kuhstall aufräumen muss? Sagte sie und flog davon. Tschüss, Krähe, sagte Mama Mu. Aber das hörte die Krähe nicht mehr, denn sie war schon tief drinnen im Krähenwald. Mama Mu entdeckte den Hocker, auf dem der Bauer immer beim Melken saß. Sie nahm den Hocker, ging hinaus und setzte sich darauf. Sie schmeckte ein bisschen vom Frühling und dann dichtete sie ein kleines Frühlingsgedicht. Das Gras sprießt, die Kuh genießt, wenn der Frühling Purzelbäume schießt.